Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1 mit Freddy und meinen nervigen Freunden im Hintergrund. Wir haben gerade mit Golan Vivaldi geredet und ein Quest-Update gekriegt. Haben wir das? Ich glaube schon. Ich glaube, du willst mich einfach nur verarschen. Mysteriöser Turm. Ich sollte die zwei Bücher genau lesen. Okay. Inventar. Bücher. Wie keine Lesestunde. Lesestunde. Die geheimen Pforten. Alte Leute erzählen, dass vor langer, langer Zeit ein Magier in den Sümpfen lebte. Tag und Nacht grübelte er über seinen Büchern und Pipetten. Genias Mikrofon, aber es besser klingt. Es heißt, er suchte einen Stein, der Beile in Gold und Quellwasser in Schwarzgebrannten verwandeln kann. Schwarzgebrannt, nice. Ja. Mit anderen Worten, einen Stein, der alle Materialien umwandelt. Die Götter reagierten erzürnt, denn in seinem Stolz überschritt er die Grenzen der Sterblichen. So brachte eines Nachts ein schrecklicher Sturm den Zauberersturm zum Einsturz. Ich war verwirrt, weil eines Nachts So brach eines Nachts ein schrecklicher Sturm, dachte ich aber. Naja, egal. Doch er erbaute einen neuen und wirkte Zauber, den Sturm zu binden. Dieser Turm hielt, bis sich in einer Nacht die Erde selbst bewegte und der Turm des Zauberers umstürzte. Doch er erbaute wieder einen neuen und wirkte Zauber, die Erde selbst zu binden. So konnten weder Himmel noch Erde dem Magier etwas anhaben. Doch eines Tages verschwand er. Manche sagen, er nahm einen Lehrling, was zu seinem Untergang führte. Andere behaupten, eine Frau sei ihm zum Verhängnis geworden. Wieder andere, seinen eigenen Geschöpfen hätten sich gegen den Magier gewandt. Jedenfalls ist der Turm bis heute verschollen und behütet sein Geheimnis und niemand weiß, was in seinem Inneren lauert. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Ortseintrag hinzu. Danke. Neuer Eintrag im Tagebuch. Fick dich. Okay, jetzt lesen wir noch Einsof Aur. Oh, ich hab grad EP gekriegt. 10 weltliche Elemente, 10 Meilensteine. 10 weltliche Elemente, 10 Meilensteine. Alles entsprang diesen 10. Sucher eröffnen die Augen, Sucher, öffne die Augen. Achso, das ist an mich selbst gerichtet, okay. Sucher, öffne die Augen. Blicke zurück in deine Vergangenheit und du wirst fündig werden. Der deinen Pfad kennt, verfügt über Weisheit und ist gewillt, dich daran teilhaben zu lassen. So er denn darum gebeten wird. Dein Herz hingegen bringt keine Liebe. Doch da ist jemand, der die Barmherzigkeit kennt, der fähig ist zu lieben. Du, der du blind warst, tauche ein in deinen Geist. Das ist irgendwie Gottesgelaber, oder? Bestimmt. Tauche ein in deinen Geist. Deine Erinnerung. Dunkel und gefährlich ist der Pfad, der von der Versklavung zum Königreich führt. Eine dreifaltige Göttin, Jungfrau, Mutter, altes Weib. Drei Gesichter, drei Gnadengaben. Oh Gott, das ist richtig lang. Die Wörter kennst du gar nicht. Was? Die Wörter kennst du gar nicht. Jungfrau, was ist das denn? Verstehen, ja. Macht, Ruhm. Um sie zu erlangen, sind Opfer und Gebete vonnöten. Das Fundament liegt in tiefsten Tiefen. Lass dich nicht von Flackernden? Was sind denn uns? Ach so, Unsteten? Was sind denn unstete Feuer? Das sind unstete Feuer. Ach so, okay. Lass dich nicht von flackernden, unsteten Feuern in Versuchung führen. Bezwinge den Tod und dir wird eine Belohnung widerfahren. Der Sieg wird nur dem gewährt. Der Sieg! Der Sieg! Der den Wächter bekämpft.
Jener, der den Weg durch labyrinthartige Mysterien weist, wird dir die Krone des Bewusstseins anbieten. Boah, ist das lang. Am Ende deiner Reise wirst du Erkenntnis erlangen. Du wirst alles begreifen. Was verschlossen ist, wird dir offen stehen. Die 10 Namen lauten Weisheit, die komischen chinesisch, japanisch, elfischen Sachen spreche ich nicht aus. Weisheit, Verstehen. Du musst sie aussprechen, das ist wichtig. Weisheit, Chokma, Verstehen, WNA, Liebe, Ketzart, Barmherzigkeit, Tipperat, Macht, Gnvrat, Sieg, Alter, das kann doch kein Mensch sprechen. N-E-H, Apostroph, glaube ich, T-Z-A. Nsa. Nsa? Okay. Ja, bestimmt. Rum, Off, Fundament, Jeff, Königreich, Malkt und Krone, Kithar. Scheiße. Kithar. Wer spricht denn so, bitteschön? Du. Nee, das ist wie Französisch. Dieses Buch fügt dem... Oh, die Musik war gerade zu Ende. Dieses Buch fügt dem... Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Ortseintrag hinzu. Danke! Ich krieg echt eine Behinderung sondergleichen, ey. Je ne parle pas français. Ja, danke. Alter, jetzt kann ich hier noch... Warte mal. Quest. Nee, Orte. Alter, weißt du, wie viel ich noch zu lesen hab? Gott, das machst du aber jetzt nicht alles, oder? Alter, das ist alles zu lang. Du hast jetzt schon 7 Minuten vertrödelt mit Lesen. Ja, ich lese jetzt noch das Magierturm und das andere. Das Buch Die geheimen Pforten erzählt von einem Magier, der einen Turm in den Sümpfen erbaute. Um dem Gebäude auf dem Marschland Halt zu geben, musste der Zauberer das Element der Erde bändigen und den Turm mit Zaubern beschützen. Der Zauberer wollte den Geheimnissen der Magier auf den Grund gehen. Der Magie auf den Grund gehen und spielte mit den Kräften der Natur. Der Verrat durch eine Liebste oder ein magisches Desaster führten zur Katastrophe. Der Magier verschwand. Während seine Geheimnisse samt... Das fasst einfach nur das Buch nochmal zusammen. Ja. 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 Während seine Geheimnisse samt und besonders in dem behüteten Turm eingeschlossen blieben. Dem komischen anderen Buch kann ich höchst verworren entnehmen, wo ich die Sephiroth-Steine, die den Turm im Sumpf öffnen können, suchen muss. Den ersten Stein bekommt man von einer weisen Person. Der zweite Stein ist im Besitz einer wohlhabenden Person, der dritte im Besitz einer barmherzigen Person. Drei werden von einem Mädchen, einer Mutter und einem alten Vettel gehütet. Vettel hat gewonnen, ne? Nein. Und können durch Opfer und Gebete erlangt werden. Die siebte Sephira ist in den Sümpfen unterirdisch versteckt und wird vom Tod bewacht. Den achten Stein bekommt man von einem Mann, der durch verschlungene Mysterien leitet. Den neunten muss man seinem Hüter im Kampf abnehmen. Den zehnten und letzten erhält derjenige als Belohnung, der beharrlich nach der Wahrheit sucht. Alter, was? Die musst du alle finden übrigens. Ist es die Hauptquest? Ja. Junge. Boah, ich bin ja jetzt schon ganz fertig. Ja, dafür brauchst du doch 3 Jahre, bis du alle hast. Das kann gut dauern. Scheiße. Ganz viel Kurve. Ja gut, habe ich jetzt gemacht. Boah. Ganz viel Kurve. Jetzt reicht's aber auch erstmal. Kurve? Ja. Wo kann ich lesen, wie spät es ist? Im Internet. Ha. Keine Ahnung. Gott, weißt du, wie ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe? Ja, vor viel zu langer Zeit. Ja, ich habe schon durchgespielt. Ich spiele. Ich muss eigentlich gleich nochmal auf Klo. Oh Gott. Immer am Nörgeln ist er. Ja. Alter, hier steht nirgendwo, wie spät es ist. Warum willst du wissen, wie spät es ist? Ja, weil ich morgens mich mit diesem Typen treffen muss vor der Kanalisation. Ja, dann gehst du jetzt zu einem Lagerfeuer oder ans Wirtshaus und pennst dann da.
Okay, das kann ich auch bei Vivaldi machen, das weiß ich zufällig. Ja, da musst du nicht mehr was bezahlen. Was führt dich? Deshalb mach ich's ja hier. Ja, bei Vivaldi, ne? Ja. Wir sind gerade zwischen Morgen und wir sind gerade zwischen Dämmerung und Morgen, glaube ich. Du hörst dich ein bisschen komisch an. Ja, ich bin gerade bald weggerutscht. Das war nicht schön. Das hat so geheilt. Okay. Alter, so, um Mitternacht ist der Wichser da. Dann meditieren wir mal bis kurz vor Mitternacht. Sechs Stunden. Sechs Stunden. Ich wünschte, ich könnte auch einfach nur meditieren. Warum machst du es nicht? Weil ich da nicht ausgeguckt bin. Alle Witcher kann ja auch 10 Stunden durcharbeiten. Das war übrigens kurz vor Bier trinken. Alter! Werde euch töten. Wo kommt denn der Meuchler her, Alter? Will ich wahrscheinlich umbringen. Haben sie Meuchler an sich. Nein, kleiner Hund, geh weg! Ich will dich nicht töten! Scheiß Banner. Greif mich auf einmal 10 Meuchler an, ey. Fistig, oh ja. Schön fistig erstmal. Oh, noch mehr fistig. Ich Bock auf fistig. Fistig. Oh ja, fistig, ganz viel. Das ist geil. Oh. Gut. Ah, so, jetzt muss ich erstmal in den haarigen Bären. Der ist da. Ah, da ist das Dingens, dann weiß ich auch wieder, wo ich lang muss. Ich hoffe, man hört den Ventilüfter jetzt nicht. Das wäre sehr ärgerlich. Meinst du? Oh, ein bisschen. Immer PC-Lüfter, der ist laut. Meinen hört man gar nicht, also ich höre meinen gar nicht. Sagst du eigentlich noch? Ja. Cool. Wir können gerade so ein paar Welten und gucken, ob ich neue Gegenstände finde. Oh, okay. Darf ich das etwa nicht? Doch, klar. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Keine Herausforderung? Der Typ sagt gerade erstmal: Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Was wollt ihr? Hast du ihn dafür verprügelt? Sagt mir, wer für Salamanderabzeichen bezahlt, ich gebe euch 100 Ohren. Sagt mir, wer für mal das Salamanderabzeichen bezahlt, ich oder eure Mutter erkennt euch nicht wieder. Trinkt ihr was mit mir? Ich will ein Abzeichen verkaufen, leb wohl. Ich will ein Abzeichen verkaufen. 10er pro Stück. Abgemacht. Meinst du, ich soll dem 100 Ohren geben? Was wollt ihr? Warum willst du 100 Ohren geben? Ja, weil ich wissen will, wer Salamanderabzeichen kauft. Hast du nicht deine gerade verkauft? Ja. Achso. Ja, dann frag ihn. Sagt mir, wer für Salamanderabzeichen bezahlt. Ich gebe euch 100 Ohrens. Haut ab! Haut ab! Der nimmt auch kein Geld, der Wichser. Hast du ihn versucht, ihn halb tot zu schlagen? Letztes Mal wohl. Ich rede jetzt mit dem anderen. Es war nicht einfach. Aber ich habe es geschafft. Trefflich. Aber ich habe kein Gold. Ging alles für Alkohol drauf. Ich behalte eine Flasche. Ihr nehmt den Rest. Für eure Mühen. Wein. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Was war mit dem Wein? Den Wein hast du aus dem Keller geholt. Ja, aber er will mich nicht bezahlen. Ich kann jetzt sagen, gut, keine Bezahlung, kein Wein. Oder auch gut, ich habe die Flaschen nicht.
Kein Wein, keine Bezahlung. Nein, was? Keine Bezahlung. Also er hat kein Geld für den Wein. Er sagt, ich soll ihm eine Flasche geben und den Rest kann ich behalten. Dann kann ich jetzt darauf antworten, gut, oder keine Bezahlung, kein Wein, oder auch gut, ich habe die Flaschen nicht. Keine Bezahlung, kein Wein. Okay. Esse. Keine Bezahlung, kein Wein. Ich wusste, einem Hexer kann man nicht trauen. Was soll das denn heißen, einem Hexer kann man nicht trauen? Weiß ich nicht. Haut ab! Stufe aufgestiegen! Ich hab gerade meditiert. Wer ist denn Boxfleisch? Das Boxfleisch. Was wollt ihr, Missgeburt? Der nennt mich Missgeburt. Ich habe ein paar Fragen. Ihr habt ja du bist eine Hexe, du bist eine Missgeburt. Missgeburt. Ein Wort von mir und ihr habt einen noch besser als Zwergenabschaum. Und pass an, ihr seid tot, ehe ihr bis drei zählen könnt. Schau, das Wölflein knurrt. Beißt es denn auch? Ich könnte jemanden brauchen, der weiß, wie man zubeißt. Wer ist das? Boxfleisch. Ja, soll ich ihn töten oder ja nicht so? Wieso willst du ihn töten? What the fuck? Ich kann entweder sagen, ich verabscheure ausgleichen oder ich werde darüber nachdenken. Er will mich rekrutieren, aber ich will ihn nicht Also ich weiß nicht, wer ist das? Ist ein böser Mensch. Ich verabscheue die. Ich verabscheue euresgleichen. Verachtung, Wölflein, ist das Privileg der Klugen. Bei allen anderen ist es ein Zeichen von Jugend und Dummheit. Ich pisse auf eure jugendliche Arroganz. Was wollt ihr? Ich bin bei Thaler gewesen. Hab da Sachen gefunden von jemandem, den ich suche. Ja, na und? Sie gehörten einem Hexer. Wie gelangten sie in eure Hände? Wir haben sie gefunden. Euer Freund hatte Ärger, kollaborierte mit den Salamandra. Fragt die Leute im Sumpf. Dort haben wir das Zeug gefunden. Okay. Boxfleisch. Boxfleisch. Aufforderung. Nein, Boxfleisch. Dann du sollst das Fleisch boxen. Nein, er heißt Boxfleisch. Oh, Hundi! Schnupper, Schnupper! Oh, mein Rücken juckt. Dann häng dir eine Katze ran. Nee, ja, nicht so. Okay, welche Quests habe ich jetzt alle gemacht? Alle. Quests. Wir sind mal vertraulich, ist Zeugen finden. Wer es findet, der das behalten, das kann ich gleich machen. Verdächtiger Vivaldi. Ja, Vivaldi habe ich jetzt. Muss ich neue Beweise finden, okay. Verdächtiger Vincent. Vincent ist nicht sehr gesprächig, aber er ist ja um Mitternacht losgehen, um mehrere Lagerhäuser zu überprüfen. Ah, Lagerhaus. Quest. Da stehe ich fast neben, ne? Mhm, Mitternacht. Ja. Denk dran. Ist es gerade. Oder war es gerade vielleicht sogar schon? 1,5 Minuten noch. Okay. Keine Spur von Javed oder dem Professor, aber diese Kerle sollten kein Problem sein. Dann mal los. Bleibt wachsam. Wer ist das? Das war so aber nicht abgemacht. Ganz so. Nur ein Hexer. Ihr wisst doch, dass Hexer Golems sind. Kein eigener Wille, befolgen Befehle schnell und widerspruchslos. Richtig, Geralt. Soll ich dem Wichser vertrauen oder gleich totschlagen? Wem? Der Hauptmann von der Wache. Der steht hier gerade rum mit den Leuten und labert mit denen. Und jetzt meinten die von wegen, also ich bin gerade reingegangen und die meinten jetzt, hier, was ist das für ein Pisser? Und er sagt, ja, das ist nur ein Hexer, hier, die tun doch sowieso, was ich sage und so. Richtig oder lass den Blödsinn, ich habe euch in Flagranti erwischt. Weiß ich nicht, entscheide du. Ich glaube, ich vertraue dem. Richtig. Seht ihr, kein Grund zur Angst. Ihr seid auch nicht gerade allein gekommen. Und jetzt handeln wir. Ich traue ihm nicht. Er soll ein Mörder sein und mehr als ein Dutzend unserer Leute aufgeschlitzt haben. Spielen wir nicht, wer hat wen getötet.
Das ist Vergangenheit. Uns interessiert die Zukunft. Eure Zukunft, die unangenehm wird, wenn Javed erfährt, dass ihr ihn betrogen habt. Und glaubt mir, er erfährt alles vorbei, wenn ihr nicht redet. Eine leere Drohung. Mir macht ihr keine Angst. Genug. Wo ist Javed? Wo sind die Hexergeheimnisse? Spuckt es aus, ehe ich euch an die Ratten verfüttere. Vincent, haltet ihn auf. Ich weiß nichts. Ich war Assistent des Buchhalters der Salamandra. Javed vertraute mir nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er ist oder was er vorhat. Und der Professor? Ich weiß es nicht. Der ist weggegangen. Blödsinn. Ihr braucht nur Zuspruch. Ihr habt mir als Gegenleistung für meine Aussage Schutz versprochen. Beim Grab meiner Mutter, ich weiß nichts. Haltet ihn auf, ihr seid auch ein Ordnungshüter. Das ist Mord. Wollt ihr daneben stehen und zusehen? Nein, ich gehe. Außerdem weiß ich, dass ihr bei der Ermordung von Raimunds Familie die Hand im Spiel hattet. Hexer, bringt es schnell hinter euch. Ich darf die töten. Aber vielleicht sollte ich das mit dem Hexerschwert nicht machen, sondern... mit dem Eisenschwert. Stahl. Gott, dasselbe. Auf einmal liegen hier überall Köpfe rum. Sehr gut. Hört sich auch. Ja gut, ihr habt's gehört. Das war der Part. Ich hoffe, hat euch gefallen. Und man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ich lutsche noch schnell die Leichen leer. Hä? Überall Fistech, Alter. Oh, Überreste. Der Kopf ist ein Überrest. Schick. Kleiderschrank. Nimmst du noch einen auf? Ja, klar. Ja, ich nehme übrigens gerade noch auf. Ich weiß. Gut. Hab ich mir fast gedacht beim Gut. Dann, mach's gut. Tschüss.